Stefan J. Kramer, SPD-Mitglied und Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen, hat eine klare Meinung über Leute, die Konkurrenzparteien zur SPD wählen, statt, wie es sich gehört, die SPD zu wählen. Ich will es mal so versuchen. Wir sind bei ungefähr 20% braunem Bodensatz in der Bundesrepublik. Wenn man jetzt sieht, dass 53% die AfD gewählt haben, dann ist dazwischen noch eine Marge, die man durchaus, glaube ich, erreichen kann. Er verunglimpft also so ganz salopp 16 Millionen Bürger der Bundesrepublik als braunen Bodensatz? Ist sowas nicht Hassrede? Ja, Nazisprech? Und nicht zuletzt Volksverhetzung? Nochmal, weil es so unfassbar ist. Ich will es mal so versuchen. Wir sind bei ungefähr 20% braunem Bodensatz in der Bundesrepublik. Wenn man jetzt sieht, dass 53% die AfD gewählt haben, dann ist dazwischen noch eine Marge, die man durchaus, glaube ich, erreichen kann. Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung böswillig verächtlich macht, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.